Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, ich bin leider noch etwas erkältet, deswegen bitte ich meine Stimme ein bisschen zu entschuldigen. Ja, ich muss jetzt leider trotzdem, das heißt leider, ich möchte unbedingt weitermachen und möchte jetzt nicht mehr so lange warten, bis ich wirklich wieder komplett gesund bin. Mich interessiert das hier einfach und jetzt haben wir endlich Linda befreit und ja, jetzt möchte ich auch wissen, wie es hier weitergeht. Linda hat eine Aufgabe für uns und wir haben ja schon mitbekommen, dass wir uns verbessern sollen, um weitere Aufträge zu bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Linda uns diese Aufträge erteilt und was wir denn machen müssen. Danke noch. Danke nochmal, dass du mir beim Schloss geholfen hast. Leider habe ich sehr viel zu tun, weil ich so lange weg war. Aber du weißt ja, dass es hier immer viel zu tun gibt. Du wirst merken, dass es hier andauernd kleine Abenteuer gibt. Wir haben später also auf jeden Fall Zeit, etwas zusammenzumachen. Soll ich dir mal was Aufregendes erzählen? Ja, natürlich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe gehört, dass einer der Carney-Brüder angefangen hat, eine Schausprungstrecke in der Nähe von Silverglade Village zu bauen. Du solltest dir das mal angucken. Ich würde gern mitkommen, aber ich habe keine Zeit. Die Strecke befindet sich im Feld westlich des Dorfes, zwischen dem Weingarten und Silverglade Village. Guck mal, ich habe eine SMS von Thomas Morland bekommen. Er will mit dir sprechen. Hab einen schönen Tag, Lucy. Wir sehen uns später. Okay, das waren ja zwei Hinweise. Einmal eine Sprungstrecke, die hört sich sehr interessant an. Zwischen Silverglade und Standgebühren. Nee, ach so. Ja, der Pferdemarkt ist wieder da. Eine Erlaubnis für Marley. Marleys Farm. Das könnte doch sein. Da gab es auch beim Weldell-Spaziergang so eine Frage. Zu Marley, das Mario Silverglade Observatorium, da konnte ich ja nicht hin. Da gab es den Sattel vom Halloween-Event. Das, ja, ist auf jeden Fall auch eine Sache, die dann wohl etwas wichtiger wäre. Aber wo? Moorland? Achso, James hat Probleme. Ja. Na gut, wir schauen uns jetzt trotzdem erstmal bei Marleys Farm um. Das müsste der gelbe Punkt da hinten sein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Oh, eine neue Sprungstrecke, das wäre ja cool. Ach ja. Ach, dann ist das bestimmt die Farm hier unten, oder? Ja. Da steht er. Oh, hier habe ich ja auch Dark Magic gekauft. Deswegen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich hier noch ein Pferd kaufe. Ich habe es neulich unter dem Sattel gesehen bei einem anderen Spieler. Und ich fand es einfach sehr, sehr schön. Da bin ich aber noch am Überlegen, denn es ist auch nicht gerade günstig. Und man muss ja ein bisschen mit seinen Starcoins haushalten, denn es kommen ja auch immer wieder neue Pferde ins Spiel und ja, man kann sich auch mal spontan verlieben. So, hallo, ich bin Marley. Ich bin so froh, dass jemand vorbeikommt. Ich habe ein paar Probleme, aber vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe also diese fantastische Koppel auf jbay.com bestellt. Ist sie nicht super? Wie auch immer. Es scheint so, als bräuchte man alle möglichen Papiere, Dokumente und Erlaubnisse, wenn man so etwas bauen will. Könntest du vielleicht nach Silverglade Village reiten, um jemanden beim Stadtrat um all die Papiere, die ich brauche, zu bitten? Ohne die Erlaubnis traue ich mich nicht weiterzumachen. Ja, das ist auch richtig so. Oh, je erfahrener Reiter in Jorvik sind, desto stolzer sind sie auf ihr selbstständiges Navigationsvermögen. Du bist bei Star Stable nun so weit, dass es Zeit ist, die Stabilisatoren von den Hufen deines Pferdes zu entfernen. Von jetzt an musst du aufmerksamer und präziser sein, wenn du die Aufträge erledigst. Du wirst ab jetzt keine Gegenstände oder Personen mehr auf der Karte sehen, die du für den Auftrag benötigst. Alle Informationen, die du benötigst, findest du im Auftragslog. Öffne es, indem du auf das Buchsymbol im Huf
im Rufmenü klickst oder drücke L. Vergiss nicht, dass du deine Freunde und andere Reiter im Chat immer um Hilfe bitten kannst. Viel Glück und viel Spaß in deinen zukünftigen Abenteuern in Jorvik. Ja, okay. Das könnte nochmal zu Problemen führen. Okay, also uns wird nicht mehr angezeigt, wo wir wen oder Gegenstände oder Personen für Quests finden. Ja, sonst war ja hier immer so ein grüner Punkt. Okay. Ja, muss ich jetzt leider mit klarkommen. Schade. Gut, aber den Ratsmann haben wir ja gefunden. Eine neue Koppel. Das ist leider nicht mein Aufgabenbereich. Du musst mit meinem Kollegen Herrn Bucket sprechen. Aber der ist leider gerade nicht da. Da geht's doch schon weiter mit dem Problem. Wenn du diese Dokumente jetzt brauchst, wäre es wohl das Beste, Herrn Bucket sofort zu sehen. Er ist seit ein paar Tagen weg, um Beweise dafür zu sammeln, dass die Arbeiter der Baustelle am Northlink illegale Methoden benutze, um den Tunnel zu bauen. Reite zur Baustelle am Northlink, nördlich der Everwindfelder, und schau nach, ob du Herrn Bucket finden kannst. Ich bin mir sicher, dass er auf der Spitze des Hügels steht, sodass er sehen kann, was vor sich geht. Folge der Straße in Richtung Norden aus dem Dorf heraus. Ja, Northlink, da will ich jetzt mal nichts Falsches sagen. Da war ich aber schon auf der Suche nach den Geistern und bin dort ja auch fündig geworden. Und ja, also das ist ganz gut. Die Geistersuche war dann wahrscheinlich doch ganz praktisch, dass man doch noch mal ein paar Orte mehr kennengelernt hat, jetzt wo ich ja auf mich alleine gestellt bin. Wenigstens die Questgeber sieht man ja wohl noch, ja. Und die täglichen Aufgaben, das ist ja wenigstens mal etwas. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie das jetzt demnächst läuft. Also, wenn man aus dem Questlog alle Informationen bekommt, dann ist das ja ausreichend. Kann aber, stelle ich mir vor, auch mal sehr knifflig werden. So, wo steht da? Da wahrscheinlich nicht. Hier geht ein Weg hoch. Versuchen wir es hier. Genau. Da scheinen wir doch richtig zu sein. Versuch mal leise zu sein. Aha. Erlaubnis, um eine Koppel zu bauen? Ja, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich verdächtige die Arbeiter da unten, GED Ogel zu benutzen. Einen sehr gefährlichen Industriekleber. Ich habe eine Idee. Wenn du beweisen kannst, dass ich recht habe, dann bekommst du die Dokumente auf der Stelle. Los geht's. Suche zwischen den Containern unter dem Hügel. Ich glaube, dass sie dort die Plakate verstecken. Das ist natürlich nicht so ganz richtig. Also ich hoffe, ich muss jetzt hier unten hin. Zumindest stehen hier die Container. Ja, und er scheint auch nichts zu machen. Sehr gut. Ja, dass man jemanden einfach losschickt, eine Aufgabe zu machen, und man kriegt dann halt die Papiere, die man einfach haben möchte, ist nicht so ganz richtig. Aber, na gut. Es geht ja an sich nur um eine Sprungbahn. Und das ist ja jetzt nichts Wildes. Das ist auch nichts, was irgendwen an sich stören können sollte. Ist ja jetzt nicht... Aha. GED-Ogel-Anforderungen erfüllt. Da haben wir wohl was gefunden. Ja. Sollte an sich niemanden großartig stören. So. Mal schauen, was er jetzt dazu sagt. Ich wusste es. Diese heimtückischen Läuse benutzen verbotene Substanzen, um den Tunnel schneller bauen zu können. Wenn es da eine undichte Stelle nach draußen gibt, kann es die Natur hier für hunderte Jahre zerstören. Denen werde ich es schon zeigen. Das wird ihre Arbeiten erstmal um ein oder zwei Tage verzögern, bevor ihre Anwälte wieder irgendein Schlupfloch im Vertrag gefunden haben. Naja, ein oder zwei Tage ist nicht ganz so lange. Oh, hier sind die Dokumente, die du brauchst. Ich habe sie geschrieben, während du weg warst. Gute Arbeit übrigens. Reite vorsichtig auf deinem Weg zurück zu Marley. Gut, dann geht's jetzt zurück. Wir haben die Papiere. Gut, Papiere alleine reichen natürlich nicht. Ich hoffe mal, er hat sich da schon was überlegt, wie und womit er das aufbauen möchte.
Aber das werden wir ja bestimmt gleich erfahren. Ist natürlich auch gut, wenn man sich einfach eine Koppel auf jbay.com, war das, glaube ich, bestellen kann. Und man setzt sie dann einfach so dahin. Ich denke, ich nehme mal jetzt an, dass er nur die Zäune gekauft hat, aber es hörte sich schon so an, als ob er diesen kompletten Bereich hier gekauft hat und einfach dahingesetzt hat. Ich nehme an, dass hier die Sprungbahn hinkommt, denn das hier sieht verdächtig nach Hindernissen aus. So, Marley. Na, das ging aber schnell, Lucy. Vielen Dank. Aber leider habe ich noch mehr Probleme. Ich muss darüber nachdenken, aber komm doch später zurück und dann können wir plaudern. Okay, es ist später. Hallo Lucy, du wirst nicht fassen, was ich dir jetzt erzähle. Man braucht eine Erlaubnis, um Wettbewerbe zu organisieren. Kannst du mir damit helfen? Reite zum Weingut und versuche, meinen Bruder Carney zu finden. Er ist lizenzierter Wettbewerbsgutachter und wird mir damit helfen können. Sag ihm, dass er sofort herkommen soll, um meine Koppel zu autorisieren. Ja, wenn es sein Bruder ist, warum sagt er ihm das nicht selber? Ich meine, er müsste ihn ja doch viel besser kennen als wir. Gut, aber Carney kennen wir ja zumindest und wir wurden jetzt zum Weingut geschickt. Da wird er wahrscheinlich noch da sein, wo er letztes Mal auch stand. Ich hoffe nicht, dass es irgendwann mal so weit kommt wie bei Loretta, dass sie dann an zwei Orten gleichzeitig steht. Wahrscheinlich ist es dann nicht egal, zu wem man geht. So, Carney. Oh ja, ich bin ein lizenzierter Wettbewerbsgutachter. Marley will, dass ich bei ihm vorbeischaue, um seine Koppel zu autorisieren. So spricht man nicht mit seinem älteren Bruder. Ich komme, wenn ich Zeit habe. Jetzt gerade bin ich allerdings wahnsinnig beschäftigt. Okay, dann gibt es, ja, müssen wir jetzt warten. Na gut, dann ach mal, es gibt so viele Sachen, die ich gerne mal, weiß ich gar nicht, das Observatorium. Das ist Fort Pinter, kann ja eigentlich nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Südhof haben wir nichts. Dann haben wir, aha, Mario. Das kommt hin. Da weiß ich jetzt aber nicht, hier hinten über Waledale. Das ist ein bisschen zu weit. Dann, tja. Erstmal James hat Probleme. Oder vielleicht doch mal die Schatzjagd. Na gut, dann lasse ich mich jetzt erstmal abholen. Dann schauen wir erstmal, was James für Probleme hat. Und ja, ich hoffe, dass wir ihm dann helfen können. Und dann könnten wir uns ja nochmal vielleicht der Schatzsuche widmen. Wobei ich das jetzt ohne Hilfe wahrscheinlich ein bisschen schwieriger finde. Hi Lucy, was für ein Abenteuer du hattest. Schön, dass ein paar Dinge in Ordnung kommen konnten. Ich spüre jedoch, dass neue Probleme auf uns zukommen. Ich habe noch keine Neuigkeiten über meinen Sohn Justin, aber wir suchen weiter nach ihm. Bisher haben wir keine Anhaltspunkte, aber wir geben nicht auf. Übrigens habe ich gehört, dass James Probleme mit ein paar verirrten Touristen in Fort Pinter hat. Kannst du bitte zu James reiten und nachschauen, ob er Hilfe braucht? Danke für alles und hab einen schönen Tag, Lucy. Oh je, die Touristen mal wieder. James und die Touristen. Na gut, dann geht es jetzt noch nach Fort Pinter. Und dann schauen wir mal, was James für ein Problem hat mit den Touristen. Verirrte Touristen hört sich ja nicht gut an. Wahrscheinlich haben sich irgendwas ausgedehnt und sind nicht wiedergekommen. Vielleicht wieder im Boot. Na, mal schauen, das werden wir ja bestimmt mitbekommen. Oder sie sind einfach nur, oder er hat ihnen eine blöde Karte mitgegeben, oder sie können sie einfach nicht lesen und sie sind nicht wiedergekommen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre ja an sich das Banalste sozusagen. Das Na gut, aber Spekulationen bringen uns nicht weiter. Wir werden von James ja bestimmt gleich erfahren, was los ist.
Ja, James steht zum Glück immer an der gleichen Stelle. Zumindest habe ich es noch nicht erlebt, dass er hier nicht stand. So. Hallo, schön dich zu sehen. Ich habe gerade ein paar Probleme. Ich bin der Leiter des Stalls und ich vermiete Pferde an Touristen. Und jetzt ist eine Gruppe solcher Touristen verschwunden. Oh nein, mit Pferden wahrscheinlich. Super. Na gut. Ja, ob wir die Touristen finden und was da genau passiert ist, werden wir dann aber in einer neuen Folge sehen. Bis dann. Tschüss.